Willkommen zurück zu einem neuen Part Mario Kart 8 Online. Ja, im letzten Part war ja Chaos Emerald mit dabei und wir haben über unsere Kanalentwicklung so ein bisschen geredet. Und in diesem Part, ja, das wollte ich eigentlich im nächsten, letzten Part machen, aber hat sich jetzt wegen da dem Gastbeitrag ein bisschen verschoben. Es gab ja vor 2 Wochen dieses Investorentreffen da von Nintendo sowas und ja, ich wollte mal heute ein bisschen meinen Senf dazu geben. So, erstmal wurden da für News rausgehauen, erstmal kann man sagen, keine besonders guten. was haben wir denn? Erstmal, NX wird im März, glaube ich, 2017 veröffentlicht. Okay, müssen wir jetzt knappes Jahr warten. Da kann ich noch warten, ist okay, ja, passt eigentlich. Oh Mann, nein, scheiße, jetzt habe ich doch unnötig den Pilz verbraten. Naja, passiert. Zudem wird auch Zelda Wii U schon wieder verschoben. Und zwar auch zum Release. Und deshalb machen sie es jetzt wie bei Twilight Princess war es, glaube ich. Zelda U für Wii U und NX rauskommen wird. Und ja, das ist eigentlich eine ziemlich gute Lösung, finde ich, ne? Und ja, kann man mal so machen. Zudem, also auch schon wieder wird Zelda Wii U verschoben, aber jetzt kommt so ziemlich, finde ich, irgendwie das Schlimmste. Bei der E3 dieses Jahr liegt der Fokus voll und ganz, aber auch echt irgendwie nur auf Zelda U. NX wird nicht bei der E3 vorgestellt. Nein, das Einzige, was da auch einspielbar sein wird, ist Zelda U. Sonst, ja, werden sie vielleicht noch andere Spiele vorstellen. Aber keine Ahnung, ob es jetzt auch die größten Titel sein werden. Auf jeden Fall kann man da nur Zelda U anspielen. Und ja, das ist nicht besonders gut. Die NX wird dann später, irgendwann im Jahre 2016, enthüllt. Aber ja, sie meinen auch immer wieder meinen sie, dass es was vollkommen revolutionäres, tolles ist. Und da habe ich auch irgendwie Vertrauen drin. Dass die NX jetzt kein Scheiß wird, dass das was richtig Gutes wird, dass es ein richtiger Knaller wird und kein, keine Ahnung, Tablet. Aber bei Nintendo ist halt alles möglich, ne? Bei Nintendo ist halt alles möglich. Und deshalb muss man da jetzt noch ein bisschen abwarten. Aber das, die E3, da, also sie werden irgendwie den X später im Jahre, des Verlauf des Jahres erhöhen. Vielleicht möchten sie irgendwie für die Konkurrenz das da geheim halten, damit sie da irgendwie nichts abgucken oder sowas. Und es dann halt, so gut wie möglich, so ein, wenigen, Alter, lern mal Deutsch. Einen kurzen Zeitraum zwischen Veröffentlichung und Release zu haben, damit die Konkurrenz da irgendwie nichts abgucken kann oder sowas oder irgendwie sowas, okay. Aber das ist mega riskant. Ich meine, bei der E3, da ist das Publikum, was überzeugt werden muss. Da sind die meisten Leute da, da ist das Jubel im Publikum. Bei der Direct sind nur die absoluten Hardcore-Fans. Und wenn man bei der E3 das vor allem ziemlich vergeigt, ich meine, die stellen ja, okay, die werden wahrscheinlich nicht nur Zelda U vorstellen, aber das lässt wohl darauf deuten, dass es in Klammern wieder eine schwache E3 war. Gut, ich fand E3 2015, ja, die war jetzt auch nicht so das Gelbe von all. Aber trotzdem, da hatten wir Paper Jam und sehr gut Mario Tennis und noch andere Sachen. Aber da war das Highlight für mich auch Paper Jam bei der E3. Mann, das war ja auch ein geiles Spiel. Alter! Aber okay, aber das heißt wieder, dass die E3 2016 schwach wird, weil wenn da das Publikum sitzt und sie stellen keine NX vor, sie stellen nur Zelda U genau vor, da ist es nur anspielbar und sonst nichts anderes. Das ist eigentlich eine absolute Katastrophe, also keine Ahnung, ihr könnt ja schreiben, was ihr davon haltet. Man wartet ja so lange auf die E3 und dann bekommt bei der E3 sowas raus. Und ja, muss man mal abwarten.
auch irgendwie wahrscheinlich, keine Ahnung, wie sie es da jetzt mit Pokémon machen werden. Pokémon Mond und Sonne. Ob sie da was, ja, vielleicht werden sie ein bisschen was zeigen, aber man kann da auch nichts anspielen oder sowas, man weiß es nicht. Bei der E3 müssen wir noch mal abwarten, aber ich habe da die Befürchtungen, dass sie schwach wird. Was heißt die Befürchtungen? Sie wird höchstwahrscheinlich schwach. Wenn man nur Zelda U anspielen kann. Mein Gott. Gut, ich bin bei der E3 nicht, ne? Aber trotzdem. Und ja, das wird auch ein etwas kürzerer Part. Wollte eigentlich nur meinen Senf dazu geben. Also ich finde das, ja, das ist schon ziemlich scheiße, kann man eigentlich sagen. Oh Mann, es ist auch verdammt riskant. Also, das so kurzfristig alles zu machen, ist halt auch ziemlich riskant. Gut, sie wollen es vor der Konkurrenz schützen, aber es ist trotzdem scheiße riskant. Mal gucken, was uns dann bei der E3 erwartet. Ich bin da gespannt, aber gehe da echt nicht mit den höchsten Erwartungen rein. Ja. Das war es eigentlich schon. Also das ist meine Meinung zum Investorentreffen, dass diese News schrecklich sind, kann man sagen. Und ja, gut, Zelda U werde ich Let's Playen, das ist jetzt noch ein Jahr, warten, mal gucken, ne? Hab ja noch nie ein Zelda gespielt, aber wenn Zelda U raus ist, das Zelda-Projekt, was ich geplant habe, startet auch in nicht so weit entfernten Zeitraum. Dauert nicht mehr lange. Überhaupt nicht mehr lange. Relativ bald sogar startet das. Und ja, das war's auch schon wieder. Ich mache jetzt hier noch das Rennen. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr von dem Investorentreffen haltet. Ich glaube, meine Meinung ist ein bisschen rübergekommen, ne? Und ja, Artwork wurde auch noch veröffentlicht von Zelda U. Ich pack's einfach mal aufs Thumbnail, ne? Also wird auf dem Thumbnail zu sehen sein. Und ja, ansonsten, ja, Kanal-News habe ich da noch was so von mir. Ihr habt ja gesehen, ich habe Super Mario Maker Games gestartet. Das ist ein etwas unregelmäßigeres Projekt. Es ist jetzt auch nicht wirklich ein Community-Projekt. Ich habe ja auch in die Google-Tabelle da geschrieben bei allen Projekten Multiplayer-Projekt. Also, ich spiele ja auch nicht das ich spiele ja auch Spiele von Nicht-Abonnenten, von allen auf der Welt, ne? Aber ihr seid da auch mit eingebunden. Ich habe ja gesagt, ihr müsst den ersten Level von eurem Game einsenden und dazu schreiben, dass es in Super Mario Maker Games reinkommen soll, dass es euer Game ist. Weil sonst werde ich dieses Level in eure Level in Super Mario Maker vorstellen. Und dann ist es auch nur das eine Level, was ihr mir da vorgeschlagen habt. Holy shit. Und ja, ich habe jetzt zum Anfang ein Spiel von Duke Miller hat mir rausgesucht. Das dürfte auch im vierten Part schon gegessen sein. Ist irgendwie so wie diese SMW-Hex oder sowas, ne? So Hex, so. Hab ja bis jetzt auch ein Hack-Let's Play. Das ist jetzt aber auch schon über ein Jahr her. Und ja, der nächste steht an. Der nächste steht an, Freunde. Den habe ich x-mal verschoben. Und zwar Super Mario Lost Brain. Aber der steht in Kürze endlich an. Der wollte ich eigentlich schon vor einem Jahr Let's Playen. Hab den immer und immer wieder verschoben, weil er einfach nicht reingepasst hat, aber jetzt habe ich Platz gefunden. Ja. Auch die PS4 wird nicht vernachlässigt. Dieses Jahr steht noch mindestens ein PS4-Projekt an. Wer wissen möchte, was es ist, kann in die Google-Tabelle gucken. Und ja, da freue ich mich auch auf jeden Fall schon. Ja, das war's eigentlich. Also auch, wenn ihr dann ein Spiel eingesendet habt, werde ich dann vielleicht bei diesem Projekt auch noch, wenn ich Bock hab, zocke ich einfach so ein Game aus Super Mario Maker, ne? Dann fange ich dein Game an, dann wird's aber auch durchgezogen. Ist etwas unregelmäßiger, aber es ist dann halt, kommt alle paar Tage mal, ne? Eure Super Mario Maker Games kommt alle paar Tage. Kommt drauf an, wie es mit euren Level steht, wenn ihr jetzt irgendwie, wenn ich jetzt 10 eure Level vor Folgen habe, also geschickt bekommen habe, dann haben die ein bisschen Vorrang. Dann kommen irgendwie 3 eure Level Parts, ein Game Part, 3 eure Level Parts, irgendwie so. Ungefähr so teile ich das auf. Also die Community-Projekte haben da doch ein bisschen
werden ein bisschen bevorzugt. Gut, dann war es das von den Mario Maker. Ne, nicht Mario Maker Part. Mario Kart 8 Part. Danke fürs Zusehen und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Part. Tschüss.